Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe meinen Kanal bezahlen und hier stehe ich an einem modernen Fahrradautomaten, der zu DC21 hier an der Hallischen Märkischen Straße am westlichen Zugang. Und hier an diesem Fahrradautomaten kann man erstaunlicherweise weder mit der Geldkarte bezahlen noch mit der normalen Karte, sondern ausschließlich mit Bargeld. Denn wer zahlt schon betätigen, die bis Beträge über sogar 100 Euro mit Bargeld. Ich kenne zumindest keinen, der das macht, Ausnahme die so älteren Menschen oder auch Leute, die so Angst haben. Aber ich bin nicht am Fahrradautomaten und sonst überall würde, zahle ich am liebsten mit Karte. Das ist einfach praktisch und natürlich auch sicher. Natürlich muss als NSC-Feld für das E-Ticket nicht fehlen. Dafür haben sie Geld, aber und für diese modernen Geldscheinleser, aber für ein normales Kartenterminal haben sie hier wohl leider kein Geld. Und am Automaten, am östlichen Ausgang kann man zumindest mit der Geldkarte bezahlen, aber auch nicht mit der Girokarte und so weiter. Völlig behindert sowas. DC21. Warum denkt ihr nicht nach? Warum denkt ihr nicht nach? Dortmund ist eine Touristenmetropole. Ist die größte Stadt des Ruhrgebiets. Und sowas zum. So ein Mist. Aufzustellen, bin ich einfach dumm. Ehrlich gesagt dumm. Die Dortmunder Stadtteile haben wohl nicht nachgedacht, dass es hier auch wieder eine Hallische-Märkische Straße Touristen gibt, die zum Beispiel in den Bezahlen packen wollen oder auch Geschäftsreisende, die hier in die Büros fahren wollen, die hier in den Büros einen Termin haben oder sowas in der Art. Und auch an der Haltestelle Kammstraße, also gehen die meisten modernen Fahrradautomaten ausschließlich Karten, ausschließlich Bargeld. Und nur eine akzeptiert Girocard, Maestro und so weiter. Und hat diesen Liga-Gun natürlich auch. Und das war auch schon mit dem Video hier aus Dortmund.